Frauenbiografien im Spiegel der Mode. Die Schau im Museum für Kunst und Gewerbe hat im eigenen Kleiderarchiv gesucht und ist fündig geworden. Schenkungen, eigene Ankäufe über die Zeit, daraus entstand ein besonderer Mix. Vom Biedermeier-Damenschuh bis zum Yves Saint Laurent-Hosenanzug, 7 individuelle Garderoben aus 2 Jahrhunderten. In den unterschiedlichen Kleidungsstücken soll man einen Eindruck davon bekommen, wie Frauen in diesen Kleidern gelebt haben. Weil natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, ob man eine auf 50 cm geschnürte Taille tragen musste oder ob man in vergleichsweise bequemen und vielleicht auch völlig selbstständig ausgesuchten weiten Kleidern und Hosen in die Welt hinaus kann. Den Anfang macht Senatorengattin Elise Frenkel aus dem holsteinischen Oldenburg. So richtig bequem war damals um 1850 noch nicht allzu viel. Modisch up-to-date konnte und wollte Frau dennoch sein. Bei Edith von Malzahn wird der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert sichtbar. Es sind gut 50 Jahre vom Mädchen bis zur reifen, ungefähr 60-jährigen Frau. Daran lässt sich sowieso eine enorme Entwicklung der Mode ablesen. Und als Frau eines Diplomaten kam sie in der Welt herum, bis nach China und in die USA. Aus der Zeit stammen diese fantastischen 20er-Jahre-Kleider, die sie in Paris gekauft hat. Das ist Haute Couture aus Paris. 60 Jahre später wurde die Garderobe dann auch zum Ausdruck einer Jugendbewegung. Die Hamburgerin Ines Ortner war überzeugte Punkerin und sie hat ihre Outfits selbst kreiert. Upcycling mit Dosenlaschen und abgelegten Kleidern. Ich hatte nichts anderes, ne? Das war, was ich getragen habe. Die Jacke, Kaninchenjacke, die war von meiner Oma noch. Die habe ich vererbt und halt abgeschnitten und die ist auch schon kaum noch Fell drauf. Die habe ich sehr zerliebt. Kleidung als zweite Haut, das Lebensgefühl von damals ist bis heute geblieben. Ich habe die Klamotten losgelassen, das hat eine Weile gedauert, aber ich habe sie auch verinnerlicht. Also sie sind einfach Teil von mir. Dressed, 7 Frauen, 200 Jahre Mode. Die Ausstellung selbst hat Stil und ist so unterhaltsam wie informativ. Bis Ende August im Museum für Kunst und Gewerbe.